Hast du jemals diesen Drang verspürt, eine Tüte Chips zu zerstören oder eine ganze Tafel Schokolade zu verschlingen? Besonders nach einem anstrengenden Tag? Lass mich dich überraschen, dieses Verhalten ist nicht zufällig. Es ist tatsächlich von deinem Gehirn programmiert. Ja, du hast richtig gehört. Dein Gehirn ist wie ein ausgeklügelter Computer, der unter Stress dazu neigt, deinen Appetit auf fett- und zuckerreiche Nahrung zu erhöhen. Stell dir das vor, es ist wie ein kleiner Kobold in deinem Kopf, der heimlich den Mehr-Süßigkeiten-Schalter umlegt. Du musst da nicht hinschauen, das passiert automatisch. Und wenn dieser Schalter umgelegt ist, kann es passieren, dass du trotz Sättigung immer weiter isst. Aber bevor du deinem Gehirn oder dem Kobold die Schuld gibst, es ist tatsächlich der Stress, unser stiller Feind, der diese Kettenreaktion auslöst. Ja, Stress kommt zuerst, dein Gehirn reagiert nur richtig. Stress ist der unsichtbare Gegner, der unseren Alltag beeinträchtigt. Und er kann unsere Ernährungsgewohnheiten durcheinander bringen. Du bist nicht schuld. Deine Reaktion ist absolut nachvollziehbar, ist korrekt. Aber lass den Kopf nicht hängen. Es gibt einen Weg, das zu bekämpfen. Und wir sind hier, um ihn zu entdecken. Kennst du das Sprichwort, Wissen ist Macht? Nun, es war nie relevanter als jetzt. Forscher haben herausgefunden, dass chronischer Stress einen Schaltkreis in unserem Gehirn blockiert, der normalerweise als Essbremse fungiert und das Belohnungssystem hemmt. Klingt kompliziert? Lass es mich vereinfachen. Dein Gehirn hat eine natürliche Stopptaste, die verhindert, dass du zu viel isst. Aber Stress kann diese Stopptaste einfach ausschalten, sodass du weiter isst, selbst wenn du schon satt bist. Und das ist korrekt. Diese wissenschaftliche Entdeckung wird durch mehrere Studien bestätigt, in der die Probanden unter Stress mehr fettreiches Essen als nicht gestresste Probanden der Kontrollgruppe. Stress erhöht nicht einfach den Hunger, sondern speziell die Lust auf süße, gehaltvolle Kost. Das ist korrekt, das ist richtig, das ist nichts Schlimmes. Warum? Dieses Verhalten hat einen evolutionären Hintergrund. In akuten Stresssituationen benötigen wir mehr Energie. Daher ist eine zusätzliche Energiezufuhr durch Essen sinnvoll. Früher, als unsere Vorfahren fliehen oder kämpfen mussten, war es vorteilhaft, die Kalorienvorräte schnell mit nahrhafter Nahrung wieder aufzufüllen. Das klassische Argument, was oft herabwertend benutzt wird, du isst etwas, um zu kompensieren, ist nur teilweise richtig. Ja, wir kompensieren, aber nicht irgendwelche geistigen Defekte oder Ungleichgewichte, sondern den Stress. Jeder Dicke und Übergewichtige ist nicht geistig krank, sondern er reagiert anatomisch und psychologisch korrekt. Allerdings, und das ist das große Aber, bei chronischem Stress kippt diese an sich positive Reaktion ins Negative. Das Belohnungssystem bleibt aktiv und erzeugt weiterhin Lust auf Süßes und Fettiges, selbst wenn wir schon längst satt sind. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das klingt ziemlich düster. Und ja, das ist es auch. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Wenn wir diese Mechanismen verstehen, können wir sie nutzen, um bewusstere Entscheidungen über unsere Ernährung zu treffen, selbst in stressigen Zeiten. Das ist der Punkt, an dem Wissen wirklich zur Macht wird. Jetzt, da wir wissen, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir gestresst sind und Heißhunger auf Süßes und Fettiges haben, lass uns die Dinge in die Hand nehmen. Macht bekommen. Denn hier kommt der Clou. Wir sind nicht hilflos gegenüber diesen Kräften ausgeliefert. Wir können entscheiden, wie wir auf diese biologischen Mechanismen reagieren. Es gibt sogar eine Wissenschaft, die uns dabei hilft und sie heißt Neurowissenschaft. Sie hat uns nicht nur die Erkenntnisse über die Auswirkungen von Stress auf unser Essverhalten geliefert, sondern auch die Werkzeuge, um damit umzugehen. Und es ist einfacher, als du denkst. Wir können neuronale Netzwerke erschaffen. Wir können sie manipulieren. Wir können sie mit unserem Bewusstsein programmieren. Und dabei ist es wichtig, falsche Glaubenssätze und damit unnötigerweise erzeugte negative Emotionen zu eliminieren. Es geht nicht um dich bei ungesunden Essen, fettreich und zuckerreich, sondern es geht um den Trigger, den Stress. Stress löst dieses Verhalten evolutionär begründbar aus. Du funktionierst wunderbar, du bist absolut richtig. Doch nun, wo du darüber Bescheid weißt, musst du tatsächlich was ändern. Denn auch das ist evolutionär angelegt. Du willst dich optimieren und länger und gesünder leben, um unsere Spezies länger am Leben zu halten. Zumindest unbewusst. Dafür musst du dem Trigger Stress auf zwei Arten begegnen. Erstens, du schaust, ob der Stress wirklich Stress ist und ob man vielleicht den Stress in irgendeiner Weise eingeredet hat. Und zweitens, werde dir darüber klar, ob es wirklich eine lebensbedrohliche Situation ist, wo du jetzt gerade bist und wo du auch mal fettreich und zuckerreich essen kannst. Denn nur, wenn es lebensbedrohlich ist, macht es Sinn. Nutze dein entwickeltes Vorderhirn, um den Stress neu einzuordnen. In den meisten Fällen
erkennst du, dass es kein wirklicher Stress ist. Dann entspannt sich auch das Gehirn. Und du wirst keinen Heißhunger auf ungesunde Dinge haben. Aber du musst es wirklich fühlen, dass es kein Stress ist. Und eine gewisse Einsicht emotional spüren. Leichtigkeit, Relativierung, eventuell sogar eine Prise Humor. Wie du so nur geprägt sein konntest, dass du, wenn du nicht rechtzeitig zum Vorstellungsgespräch kommst, das auch nur im Entferntesten als lebensbedrohlich empfinden kannst. Zweitens, wenn das nicht gelingt, weil du nicht das Wissen oder die nötige Inspiration hast, das Leben als das zu erkennen, was es tatsächlich ist, dann reprogrammiere ganz einfach die Triggerreaktion. Jedes Mal, wenn du Stress hast, nimmst du dir vor, einfach ein ganz spezielles Lebensmittel zu essen, egal ob das Stress ist oder nicht. Irgendetwas Gesundes, egal was, immer wieder dasselbe. Wenn du das auch nicht kannst, dann buch dir ein Gespräch mit mir, dann zeige ich dir, wie unnötig dein Stress im Alltag ist. Und dann prügel ich dir auch die Routine ein, wenn du möchtest. Dann reden wir über dein Leben und du bekommst garantiert neue Perspektiven, die dann helfen, einer der zwei Punkte umzusetzen. Diese zwei Dinge klingen gar nicht so schwer, oder? Das Geheimnis liegt auch in der Einfachheit. Also lass uns gesundes Essen unser Stressbewältigungsstrategieinstrument machen oder den Stress entmystifizieren. Vor allem ist es wichtig zu wissen, dass der Griff nach der Schokolade oder der Chip, den Chips, nicht deine Schuld ist, sondern ein Fehler. Es ist einfach ein Zeichen dafür, dass dein Körper unter Stress steht und versucht, damit umzugehen. Sei also nachsichtig mit dir selbst. Erkenne die Signale und triff eine bewusste Entscheidung. Das ist der springende Punkt. Dein Körper ist ein Wunderwerk. Er hat diese Mechanismen entwickelt, um dich zu schützen und dir zu helfen, in stressigen Zeiten zu überleben. Doch in unserer modernen Welt führt das manchmal zu Verhaltensweisen, die uns nicht gut tun. Aber wir sind nicht hilflos. Das Wissen, was wir heute haben, dass wir bewusste Entscheidungen treffen können, dass wir dadurch gesünder werden können und glücklicher, das gab es damals nicht, das hast du jetzt. Und weißt du, was das Schönste daran ist? Du bist damit nicht allein. Wir alle haben mit diesen Herausforderungen zu kämpfen. Es ist eine menschliche Erfahrung und gemeinsam können wir Wege finden, um besser damit umzugehen. Ich lade dich ein, diesen Kampf anzunehmen. Beginne damit, dein Bewusstsein für dein Essverhalten zu schärfen, für den Stress zu schärfen. Wie Stress dich beeinflusst, wie reagierst du darauf? Und denke daran, es ist in Ordnung, dich manchmal von einer Tafel Schokolade oder einer Tüte Chips trösten zu lassen. Was wirklich zählt, ist das konstant entwickelnde Bewusstsein für die Situation und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die zu deinem Wohlbefinden beitragen. Jetzt haben wir unser Verständnis von Stress und Heißhunger auf eine ganz neue Ebene gehoben. Mit diesem Wissen sind wir besser ausgerüstet als je zuvor, um unsere Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Aber das ist nur der Anfang. Es gibt so viel mehr zu entdecken und zu lernen. Und ich freue mich darauf, den Weg mit dir auf diesem Kanal weiterzugehen. Das ultimative Ziel ist es, deinen Stress zu bewältigen und einen gesunden Umgang mit Heißhunger zu finden. Und auch der Wunsch, ein Stück glücklicher zu sein, um deine körperlichen und emotionalen Bedürfnisse auch zu verstehen und auch zu respektieren. Denke daran, dass es okay ist, ab und zu nachzugeben. Du bist kein Roboter, du bist ein Mensch mit Bedürfnissen und Emotionen. Doch mit dem Wissen von heute kannst du die Kontrolle über dein Leben zurückgewinnen. Vielleicht kannst du heute einen kleinen Schritt machen. Sprich mit jemandem über deine Erfahrungen mit Stress und mit Heißhunger. Ja, aber teilen dieselben Geschichten. Teile auch deine Geschichte. Lass uns gemeinsam das Bewusstsein für diese wichtige Frage, die uns alle beschäftigt, schärfen. Und schließlich, lass uns einen Moment innehalten und das Wunder des menschlichen Körpers und des Geistes feiern. Es ist erstaunlich, was wir erreichen können, was unsere Mechanismen sind. Und wenn wir das Verständnis für unsere Fähigkeiten nutzen, was wir erreichen können. Vergiss nicht, Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und zufrieden. Du bist großartig, wie du bist. Und denk daran, jeder Schokoriegel, den du nicht isst, ist eine kleine Siegesfeier wert. Aber jeder Schokoriegel, den du bewusst und mit Genuss isst, ist auch ein Sieg. Es ist dein Leben. Mach das Beste draus. Dein Samu.